Es gingen alle nach Hause. Es gehen die Tempeldiener nach Hause, höchst verunsichert über das, was sie tun sollen, denn sie haben nichts ausgerichtet. Sie wagten es nicht, Jesus anzufassen und bekunden, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Es gehen die Pharisäer und Schriftgelehrten nach Hause, unbeweglich, eingemauert in dem System, das sie aus ihrem Glauben und ihrer Befolgung des Gesetzes der Tora gemacht haben. Es geht Nikodemus nach Hause, höchst zweifelnd, sich erinnernd an das Gespräch mit Jesus. Er versucht ein wenig, nachdem er hier abgebürstet wird, aus diesem System aufzubrechen, zumindest eine Frage zu stellen. Jesus geht zum Ölberg. Dann gingen alle nach Hause. Wohin gehen wir, wenn wir Jesus zuhören? Jedes Mal, wenn wir das Evangelium aufschlagen oder wenn es uns verkündet wird. Wohin gehen wir? Womit gehen wir wohin? Zwischen dem Abschnitt gestern und dem heutigen fehlt ein ganz wesentlicher Teil, es sind nur einige Verse. Denn Jesus ist zum Laubhüttenfest nach Jerusalem hinaufgezogen. Das Laubhüttenfest, an dem jeden Tag so etwas wie ein Wasserritus stattfindet und am letzten Tag des großen Festes besonders um die Gabe des Regens gebetet wird. Man zieht vom Tempel immer zum Teich Schiloach hinab. Man trägt eine Zitrusfrucht in einer Hand und in der anderen Hand einen Zweig. Das erinnert ein bisschen an unseren Palmsonntag. Und jedes Mal schöpft ein Priester mit einer Kanne aus diesem Teich Wasser. Am letzten Tag des großen Festes stellt Jesus sich hin und sagt: Wer zu mir kommt, den wird nie mehr dürsten. Aus seinem Innern werden Ströme lebendigen Wassers hervorbrechen. Der Vers, der so beiläufig hier am Ende dieses Abschnittes steht, dann gingen alle nach Hause, gibt uns eine klare Richtung an, wo unser Zuhause ist, wohin wir zu gehen haben und womit. Wir sollen Glauben gefunden haben und bei Jesus zu Hause sein. Wir sollen mit ihm gehen, das heißt, bei ihm zu Hause zu sein, auch durch Unbill und Widerstände hindurch. Dann gingen alle nach Hause, heißt für uns, wir finden neu zu ihm, zu Christus.